Das ist ein ganz anderes Frau, das Name ist Arbeitig, das Name Regierung namens Arbeitig, ist überhaupt am Namen Platz Usrück. Und dazu geht man euch noch vorne nach hinunter, kann man dann eben zu anderen, die sehen zum Schildschirm und sehen, was zentral blockiert jetzt für Möglichkeiten hat und wie wir schaffen. Und somit übergebe ich es auch gerne an Thomas Zwier. Thomas, bitte sehr. Grüezi miteinander, wir wissen Sie recht herzlich hier an der mobilen Sanitätsnotrufzentrale. Und nicht lachen, die Daten, die wir hier rufen sehen, das sind Echtdaten, das sind Fahrzeuge, die jetzt im Moment am Fahren sind. Also darauf sehen wir jetzt live Bewegungen in der ganzen Zentralschweiz. Es ist so die Besonderheit von der Sanitätsnotrufzentrale, Zentralschweiz ist die, dass wir in mehreren Kantonen angehängt haben. Das ist Luzern, Obwalden, Nidwalden, Uri und der Bezirk Küsnacht. Der Bezirk Küsnacht ist aus dem Grund zugeschaltet, weil wir eine Enklave haben, mit direktem Weg in die Schweiz nehmen, wo wir sehr schwer erreichen von Luzern, dass man immer noch ein ganzes Leben fahren. Heute geht der Bezirk Küsnacht, der im Kanton Schweiz ist, geht für uns in das Gebiet. Wir arbeiten auch mit anderen Rettungsdiensten zusammen. Und zwar schaut man immer, dass man möglichst den nächsten Rettungswagen an Einsatzort schickt. Wir haben relativ viel zu tun, also die Fahrzeuge sind sehr streng unterwegs. Auf der Zentrale beantworten wir pro Jahr ca. 100'000 Anrufe. Nicht nur 144, es gibt auch Hausärzte, die uns anrufen, es gibt andere Personen, Altersheim, Pflegeheim, die uns anrufen und uns beschäftigen mit Patiententransport. Wir disponieren ca. 30'000 Einsätze pro Jahr. Davon werden 28'000 in der Zentralschweiz gefahren. Die anderen 2'000 verteilen sich auf die Luftrettung, also EGA und AAA, sowie die Rettungsdienste rundherum. Wir arbeiten mit der Einsatzzentrale Zürich, wir arbeiten mit der Einsatzzentrale Kanton Aargau zusammen, wir arbeiten mit der Einsatzzentrale Solothurn und in Bern. Weil wir durch die Zentralschweiz oder andere Pässe mit diesen Kantonen verbunden sind. Allein im Gebiet vom Lux, also vom Luzerner Kantonsspital, das sind die Rettungsdienste Luzern, Zürs und Wohlhausen, fahren wir 16'000 Einsätze pro Jahr. Also gesamthaft haben wir 28'000 und 16'000 werden in drei von diesen drei Rettungsdiensten kommen. Wir haben noch vier Rettungsdienste im Kanton Luzern, das ist der Rettungsdienst Zürich. Auf der Zentrale arbeiten wir einen Schichtbetrieb, 18 Personen, und zwar mindestens 2. Das ist nie allein auf dieser Zentrale. Wir haben Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. Am Wochenende arbeiten wir jeweils 12,5 Stunden, damit wir nur 2 Schichten brauchen, damit mehr Leute das Wochenende nehmen können, das Wochenende immer noch ein ist. Im gesamten Rettungsdienst vom Lux arbeiten 125 Personen, 125 Rettungssanitäter. Und in der ganzen Zentralschweiz, also all die Kantonen, bevor wir gesagt haben, sind wir 250 Rettungssanitäter, die da sind, wo die Bevölkerung, ca. 500'000 Leute, mit medizinisch mit Erste Hilfe zu versorgen. Auf der Zentrale sind auch alles Rettungssanitäter. Also jeder, der auf der Einsatzzentrale vom Sanitätsnotruf arbeitet, hat draussen gearbeitet und fährt über 26 Jahre auf der Straße. Und habe nachher parallel Sanitätsnotrufzentrale und Rettungsdienst gemacht, die jetzt 100% auf der Zentrale. Es gibt Rettungssanitäter, die jetzt noch draußen sind, und Rettungssanitäterinnen, die unter 50-50 Pätzchen im Nachwechseln und sind dann vielleicht irgendwann auch so wild, dass sie sagen, auf der Zentrale. Es ist sehr ein spannender Job, ich mache ihn seit 33 Jahren. Also von dem her, das ist mir noch nicht langweilig und es gibt immer noch weitere Möglichkeiten für die Zukunft. Und ich würde jetzt das Wort wieder dem Kriegel übergeben. Kriegel wird jetzt den Einsatz ankündigen, beziehungsweise führen Sie durch den Einsatz. Ich bitte Sie, bleiben Sie noch da, dann können Sie das Telefongespräch da verfolgen, sehen, was ich mache, bis der Rettungswagen ausrückt. Und nachher findet ihr den Rest auf dieser Seite im Fußgängerstreifen statt. Kriegel, kannst du übernehmen. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Ja, das kann jedes Zeit passieren, immer irgendwo, dass ihr an einem Unfall anlaufen oder selber zu einer Situation sind. Und ich sehe euch, ich bin unterwegs, laufe vom Shoppingcenter Richtung
Jumbo über und auf dem Fußgängerstreifen liegt das Mädchen mit einem Einkaufswagen. Das ist gestürzt, das hat offenbar Schmerzen. Sieht nicht gut aus, es blutet auch. Geh mal zu dem Mann, was ist passiert? Was ist? Du hast es leicht gemacht, du hast den Einkaufswagen gefahren und hast sie überstellt. Nicht für das Bein weh. Zeig mal, ja, es sieht nicht so gut aus. He? Okay, was ist um 144 Jahre alt, gell? Okay. Also, ich wähle 144. Oder 144, grüezi. Grüezi, wie, das ist Fischer. Grüezi, Fischer, sagen Sie mir doch, wo liegt das Jahr? Ich komme von MNA, vom M-Center. M-Center, das ist die Stauffachstrasse, was richtig? Ja, richtig, ja. Was ist denn da passiert? Ja, das ist ein Mädchen mit dem Einkaufswagen, hat es da vorher gesagt, hat es so gestorben, das tut jetzt die Erde und so weiter, das ist auch der Mädchen. Können Sie mir sagen, ist das Mädchen auch typisch ansprechbar? Ja, ja, das wird angekostet. Auf und uns auch? Ja, ja, das wird ja nicht mehr rum. Mit dem Einkaufswagen gestürzt und wo hat es sich genau verletzt? Im Knie, im Knie. Und wie alt ist das Mädchen angekommen? Ich habe noch einen Moment. 11, sagen Sie. 11. Ich bin so, dass Sie aufbieten, wenn Sie das Kind in der Winter betreuen. Ja. Wenn Sie etwas verschlechtern, dürfen Sie mir Zeit wieder anrufen. Mhm. Und halten Sie bitte nur noch frei, falls Sie sich immer zurücklücken müssen, dass ich Sie erreichen kann. Okay. Ist das gut so? Gut machen, ja. Wenn Sie bitte den Rettungswagen beschäftigt, zwinken Sie mir ein. Gut machen, du rechte Blüte. Danke vielmals. Danke vielmals. Ade zu Ihnen, Messi. So. In dem Moment, als er dann das Telefon abgehängt hat, ist die Ambulanz schon alarmiert worden. Der Rettungsdienst hat nicht nur 2 Minuten zum Ausrufen. Die Uni 2 Minuten ausgerufen sind. Und der Rettungswagen fährt los, Richtung Emmen-Center. Wenn jetzt der von Luzern oder Emmen losfährt, was denkt ihr zeitmässig? Wie viel hat er, bis er da ist? 10 Minuten. Anderes Gebot. 15. Nein, ist das anderes Gebot? 8. 6. Wir kommen dieser Sache näher. 4-5 Minuten von Emmen, von der Stützpunktfeuerwehr. Hier oben der neue Kirchstrasse bis da oben. Das ist der nächstgelegene Rettungsdienst, wenn er denn da ist. Und dann wäre ich 4-5 Minuten sicher hier unten im Emmen-Center beim Patienten. Die 5 Minuten, die wir jetzt aber kürzen, die wir jetzt nicht ganz so ausfahren und auf die Warte, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die Ambulanz ist da und die Rettungssanitäter dürfen in Aktion treten. Sie sehen auf der Beifahrerseite die Rettungssanitäterin aussteigt. Ist die betreuende Rettungssanitäterin, sie schaut zu den Patienten, schaut aber gerade direkt zu ihr. Der Fahrer, der etwas gefahren hat, er tut primär zuerst einmal schauen, dass links und rechts die ganze Unfallstelle gesichert ist, dass da nicht weitere Unfälle passieren oder irgendetwas auch der Retter könnte passieren. Die Rettungssanitäterin und die Patienten betreuen, wird jetzt die Patienten mittels ABC. Untersuchen. Das ist ein Abfallschema, das wir im Rettungsdienst ABC haben. Natürlich haben wir das auch in der Schule. Wir im Rettungsdienst nutzen das für A als Airway. Also wir sind die Atemwege, sind die frei. Wir schauen die Beine, wie ist die Atmung? Ist das schnell, langsam, tief oder ganz oberflächlich? Dann schauen wir im C, das ist Circulation, die Zirkulation. Wie ist der Blutkreislauf? Ist die rosig? Ist sie blass, kalt? Sind sie Schweizer Patientin? Oder blutet sie selbstverständlich auch wieder so? Das Worst-Case-Szenario natürlich wäre, wenn der Kreislauf nicht mitgemacht wäre, dann hätte der Kreislauf stillstand und drin. Wir müssen da noch eine Herzmassage machen. Das D steht auch noch. Das ist Disability im Englischen. Für uns im Rettungsdienst ist es das Bewusstsein. Wir prüfen die Ortspatienten. Ist er wach? Ist er wirklich da? Oder hat er ein Ereignis gelaufen? Also weiss nicht, was passiert ist. Das tun wir alles zusammen. Sie sehen,
Die Rettungssanitäterin und der Patientin wurden treuen, die hat ihre mittlerweile eine Infusion gemacht und der Patient hat so starke Schmerzen nicht, dass sie Schmerzmittel braucht. Und das kann jetzt über die Infusion ihre Abgabe applizieren. Die Fahrerin, die zudienende Rettungssanitäterin, wird rundum Schlauchnummer, Platz machen, hat schon das Material gehabt, zum Fertig machen, also das Atemdüse, das Blaue. Das ist ein Das kleine Gerät und dann die Patientin zu. Sie werden doch sehen, was das ist gut ist. Sie brauchen jemanden, der die Infusion haben. Da sind wir immer sehr dankbar, damit die auch eine Infusion, damit das Medikament in der Flüssigkeit alle Patienten reinkommt, wo es in guter Gehör ist, wie die Patienten. Seitdem ist das Vakuumflüssig und das Bein aus Verletzten. Das Vakuumflüssig ist ganz simpel einfach, das ist ein Plastikhülle, das drin ganz viele Styroporkügel hat. Und die Styroporkügel, die werden, wenn man die Luft gut raussuchen, oder den Rahmen von der Sudi, tut man die Luft aus der Ziele gesagt, und durch das werden die Styroporkügel ganz, ganz hart und fest. Es gibt wunderbare Schiene. Für das Verletzte rein. Die Zutaten in der Rettungssanitäter ist schon mal der Mühle, schon fast ein Beruf von der Ambulanz durch, dass man nicht vergisst. Und halt, gleichzeitig jetzt noch die Kamera raus und die Patienten können jetzt bergen und dann können wir später auf das Problem. Elektrik sei Dank, wir sind froh, haben die Waren bekommen. Sie erleichtern uns doch die Arbeit. Und das Vielfaches und vor allem schon mal zu haben. Die Wir sitzen mit dem Rautek Griff auf die Barröcke. Der Rettungssanitäter am Kopf mit dem Kommando, der Patient hat mit aufgelöst. Und so bequem wie möglich auf der Fahre fixiert und fixiert. Natürlich fixieren, wir fahren mit dem Patienten, wir laufen rum, wir fahren rum. Mit dem Autofahrer, das halt so ist, wir müssen anrufen und das müssen wir mit dem Patienten. Mit diesem Meter jetzt bin ich etwas oben reingekommen. Jetzt wird die Patientin in die Ambulanz gefahren. Schon kommt noch die Technik raus, obwohl ein Anlauf mehr. Jetzt ist das Fahrrad eingefahren, der Patient kann in die Ambulanz geschoben werden. Sie dürfen gerne jetzt auch hinter die Ambulanz schon weiter. Dann schauen. Die betreuende Rettungssanitäterin ist aktuell jetzt mit der Patientin zu. Sie tut sie monitorisieren, das heisst, man wird den Blutdruck messen bei der Patientin. Sie bekommt das Klippenfinger, der Klippen nennt sich Pulsoximeter, mit dem kann man den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Wir können den Puls messen mit dem. Und während das die betreuende Rettungssanitäterin macht, tut auch so rundherum die Fahrerin, die zudienende Rettungssanitäterin aufräumen und geht dann
vorne in die Fahrerkabine und wartet eigentlich auf das Okay vom betreuenden Rettungssanitäter, dass man fahren kann. Während der Fahrt wird die Patientin angemeldet, natürlich durch die Rettungssanitäterin, die hinten drin hockt. Und in diesem Fall würden wir ins Kinderspital fahren mit der Patientin und sie anmelden beim chirurgischen Kinderarzt und sagen, was passiert ist, Alter, Name, Geburtsdatum durchgeben, damit der Patient im Nachgang gerade erwartet und erst versorgt wird im Spital. Soweit so gut. Herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Zuschauen.